Hallo meine lieben Freunde und Follower. Finger weg von unseren Kindern, das habe ich schon in einem anderen Video erwähnt. Und ich möchte dem Ganzen da noch mal ein bisschen Nachdruck verleihen hier. Denn eins ist klar, die Maßnahmen haben den Kindern in Deutschland über die vergangenen Monate schon mehr als genug zugesetzt. Nun möchte unsere liebe Kanzlerin noch mehr gegen Kinder vorgehen. Ja? Maskenpflicht für alle Altersklassen, Zerreißung von Klassengemeinschaften. Ich selbst bin absolut nicht davon überzeugt, dass die Teilung von Klassengemeinschaften zu einer effektiven Bildung führen kann. Das ist in meiner Meinung nach ist das absoluter Quatsch. Und ich wundere mich, dass unsere Politiker da alle so das immer so abnicken. Es ist höchste Zeit, dass sich etwas genau dagegen tut. Das ist meiner Meinung nach höchste Zeit. Es geht hier an die Schwächsten der Gesellschaft mittlerweile. Ne? Die Erwachsenen machen nicht mehr ganz so mit. Also soll es jetzt an die Kinder gehen. Und ich denke, verantwortungsvolle Eltern können das nicht zulassen. Das ist absolut nicht möglich. Das geht nicht. Das können wir doch nicht. Wir können doch nicht jetzt so herzlos sein, dass wir solche Maßnahmen billigen, nur für etwas, das noch nicht einmal bewiesen ist in seiner Form. Klar, Corona gibt's, den Virus, den gibt's wahrscheinlich auch. Ist ja schön und gut. Aber die Folgen sehen wir doch an den Zahlen, die immer wieder vom RKI veröffentlicht werden. Da muss man doch nur mal lesen können. Ja, und ich meine, jetzt könnt ihr mich kritisieren, wie ihr wollt, aber warum haben wir das hier in Afrika nicht? Ist es die Sonne? Na ja dann, wenn es tatsächlich mit UV-Strahlung zu tun hat, ja dann, warum verfolgt die Wissenschaft das denn nicht in der Richtung? Gerade da müsste man doch jetzt ansetzen. Na, da müsste man eben sehen, dann würden eben überall UV-Lampen hingehängt. Das ist ja wahrscheinlich besser als diese schrecklichen Gesichtswindeln. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Und ich finde, dass verantwortungsvolle Eltern sollten einfach jetzt aufstehen und dem Ganzen ein Ende bereiten. Es ist einfach nicht mehr okay. Also, ich finde, unter der Kampagne Finger weg von unseren Kindern, wird man versuchen, da werde ich vielleicht mal sogar was gründen, was damit zu tun hat. Denn es kann einfach nicht sein. Das ist nicht der richtige Weg. Kann jetzt nicht auch noch an die Kinder gehen. Das ist meine Meinung. Dankeschön.